Borussia Dortmund hat in letzter Sekunde dank eines Kopfballtreffers von Marco Reus ein 3:3 gegen den SC Paderborn gerettet. Aber es war eine gefühlte Niederlage, die der BVB zu Hause kassiert hat, Jürgen. Am Ende gab es ein gellendes Pfeifkonzert, auch zwischendurch schon haben die Fans ihrem Unmut freien Lauf gelassen. Was darf man über dieses Spiel sagen, dass ein BVB in der ersten Halbzeit gesehen hat, so darf man sagen, der nichts auf die Kette bekommen hat, der desaströs gespielt hat? Ja, genau das. Da gibt es gar nichts zu beschönigen. Das war inakzeptabel. Das haben die Fans auch so gesehen, schon mitten in der ersten Halbzeit angefangen zu pfeifen, weil das nicht Borussia Dortmund war, das da auf dem Platz stand. Das waren ein paar Spieler, die hatten schwarz-gelbe Trikots an, aber die hatten es, glaube ich, auch selber nicht verdient, dass sie sich BVB nennen. Den Spielern selber war es nachher peinlich, glaube ich. Marco Reus hat gesagt, es hätte sich geschämt auf dem Platz. Allerdings haben auch genau diese 11 Spieler dazu beigetragen. 2 Wochen nach dem 0-4 in München, wo man dachte eigentlich, jetzt ist so ziemlich der Tiefpunkt erreicht, war diese erste Halbzeit eine der schaurigsten Vorstellungen, an die ich mich in der jüngeren Vergangenheit erinnern kann. Borussia Dortmund habe ich noch nie so schlecht gesehen. Und gerade, du hast es angesprochen, dieses 0-4 in München hat ja eigentlich Reaktionen hervorgerufen im Vorfeld dieser Partie gegen Paderborn. Wir möchten von der ersten Minute an sehen, müssen zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Körpersprache, Power, Attacke, alles muss stimmen. Wie viel haben wir davon heute sehen dürfen gegen Paderborn? In der ersten Halbzeit gar nichts. In der zweiten Halbzeit dann ja schon. Das war zumindest eine Reaktion. Aber das Ganze und auch das Ergebnis von 3:3 am Ende kann nicht kaschieren, dass das eine Katastrophe war, was da passiert ist. Eine Blamage, ein Debakel und die Aufarbeitung läuft, glaube ich, jetzt auch schon bei den Bossen und im Hintergrund. Trainer Lucien Favre war vorher schon nicht sattelfest im Amt und hatte nicht nur Fürsprecher im Club, sondern auch viele, die ja daran gezweifelt haben, wie es mit ihm weitergeht und gehofft haben, dass die Mannschaft ihm zumindest ein paar Argumente liefert, weiter im Amt zu bleiben. Jetzt wird es natürlich schwierig, wobei man auch gleichzeitig sagen muss, dass die Spieler Marco Reus, Mats Hummels den Trainer in Schutz genommen haben und gesagt haben, die Fehler auf dem Platz, die machen wir und nicht der Trainer. Gleichzeitig muss man aber fragen, warum bei Borussia Dortmund im gesamten Kalenderjahr 2019 ein stetiger Abwärtstrend zu erkennen ist und keine Trendwende gelingt. Lucien Favre hat sich nach dem Spiel, nach erster kritischer Analyse gegenüber seiner Mannschaft, dann noch schützend vor seine Truppe gestellt und hat gesagt, naja, wir haben eine Reaktion gezeigt, wir sind zurückgekommen, das ist das Positive an dem Spiel. Aber ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dass man sich blenden lässt eben von diesem Comeback in der Schlussphase und von dem 3:3 in letzter Sekunde, sondern diese schonungslose Analyse, von der der BVB schon häufiger gesprochen hat, die muss dann jetzt wirklich auch in einem echten Handeln mündeln. Ja, ich glaube auch, denn bislang hat alles Reden, alles Argumentieren, alles Wachrütteln nicht gefruchtet. Ja? Also es gibt immer wieder ähnliche Fehler, immer wieder Unkonzentriertheiten, Fahrlässigkeiten, schlampige Arbeit einfach. Und das kann sich der BVB jetzt in Form der sportlichen Leitung und der Geschäftsführung nicht bieten lassen. Natürlich sind es die Spieler im Endeffekt, die das auf dem Platz umsetzen müssen. Aber es geht natürlich auch um das Trainerteam, das es nicht schafft, den Spielern diese Fehler auszutreiben. In wenigen Tagen geht schon in der Champions League gegen Barcelona. Was kann so ein Spiel mit einer Truppe wie dem BVB machen, wo es ja auch in Barcelona darauf ankommt, möglichst zu punkten, um in der Champions League weiterzukommen? Ja, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass diese Mannschaft sich jetzt mal dringend zusammensetzen muss, auch mal ohne Trainer und ohne Chefs, sondern einfach in sich klären muss auch, wie die Hierarchien in der Mannschaft sind, wer was zu sagen hat, wer den Ton angibt. Denn was auch heute zu beobachten war, vor allem in der ersten Halbzeit, ist, dass komplette Uneinigkeit herrschte zwischen Offensive und Defensive, zwischen einzelnen Spielern, wie man denn herangeht, wie man taktisch agiert, und dementsprechend konfus und katastrophal war auch das Bild, das sich dann letztendlich abgezeichnet hat.